Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeigt euch die After, keine Ahnung, wie viel After-Patch es ist, bei diesem Glitch schon gibt. Auf jeden Fall, Leute, zeige ich euch die After-Patch-Variante des Giftcast to Francis. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, Leute, würde ich euch schon mal zu einem fetten Like fürs Video da zu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich sofort die krassesten Glitches in GTA Online. Aber Leute, noch ein, zwei Sachen zu diesem Glitch. Dieser Glitch ist natürlich etwas schwerer geworden, beziehungsweise mit Timing. Und am Ende des Videos, Leute, zeige ich euch auch nochmal eine Variante, wie ihr auch zum Beispiel größere Fahrzeuge bekommen könnt. Klar, jetzt wisst ihr, wie große Fahrzeuge, aber später im Video werdet ihr wissen, okay, deswegen ist das Problem mit größeren Fahrzeugen bei diesem Glitch. Und außerdem, Leute, am Ende habe ich für euch eine kleine Überraschung vorbereitet, deswegen bleibt bis zum Ende dran. Aber gut, Leute, ich würde sagen, was braucht ihr denn überhaupt für diesen Glitch? Für diesen Glitch, Leute, braucht ihr einmal die LSK-Mitgliedschaft, denn ihr müsst hier die Teststrecke benutzen können. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch einmal den Nachtclub oder, Leute, die Arena. Egal, ob ihr es Nachtclub oder Arena habt, auf jeden Fall musst ihr in diesem Gebäude, was ihr habt, mindestens ein Fahrzeug drin stehen haben. Und nein, Leute, dieses Fahrzeug werdet ihr nicht verlieren. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Bunker inklusive MOC. Im MOC im dritten Abteil, Leute, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge, Leute, braucht ihr hier im Auto, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Also zum Beispiel einen kostenlosen LG oder einen Faccio-Roller. Und zu guter Letzt, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Freund, der optimalerweise natürlich auch das Fahrzeug hat, was ihr gerne haben möchtet. Ist ja irgendwo auch klar. Aber das war's schon, die ganzen Voraussetzungen für diesen Glitch. Ich würde sagen, fangen wir doch mal wirklich an. Als erstes, Leute, müsst ihr mit eurem Freund in einer Einladungssitzung sein. Und Leute, ja, es ist wirklich wichtig, dass es eine Einladungssitzung ist. Denn ihr müsst jetzt als erstes zu LSK mit einem persönlichen Fahrzeug. Seid jetzt im LSK mit drinnen, Leute, steigt einfach wieder ins Auto ein und drückt die Viereck-Taste und X für die Teststrecke und geht hier auf mit anderen Spielern beitreten. So, seid jetzt auf der Teststrecke angekommen, Leute, haltet einfach mal Dreieck gedrückt. Ihr werdet merken, dass unten rechts, also gesehen, ein Screen voll läuft. Und wenn das Ganze voll gelaufen ist, seid ihr jetzt in diesem Exit-Menü vom LSK-Meet. Einfach so, damit ihr es mal gesehen habt. Denn jetzt drückt ihr einfach mal hier Kreis, dass ihr wieder so gesehen auf der Teststrecke seid. Denn jetzt, Leute, müsst ihr die Optionstaste gedrückt halten. Denn das Optionsmenü öffnet sich jetzt hier nicht. Aber sobald ihr wieder loslassen würdet, öffnet sich das. Also gedrückt halten. Und jetzt haltet ihr zusätzlich auch wieder Dreieck gedrückt. Und zwar, Leute, muss ich jetzt wieder unten dieser Screen vollladen. Und bevor sich dieser Screen wieder vollgeladen hat, Leute, müsst ihr die Optionstaste wieder loslassen. Also sprich, ihr landet in diesem Exit-Menü, aber ihr habt auch gleichzeitig das Optionsmenü offen. So, in meinem Fall habe ich das jetzt gerade geschafft, wunderbar. Und jetzt, Leute, gehen wir jetzt einfach auf die Karte und starten irgendeinen Job über die Karte. In meinem Fall habe ich hier einfach ein Rennen Macht 2 Kreuze genommen. So, hier ist natürlich auch wichtig, dass ihr diese Meldung, dass ihr diesen Job starten möchtet, natürlich bestätigt. Aber hier nichts im LSK-Meet irgendwas außersehen mit bestätigt. Also nur einmal X drücken, um das Ganze zu bestätigen. Ihr werdet einen leicht verbuggten Ladescreen haben in den Job rein. Das ist auch völlig normal und zeigt euch sogar auch, dass das Ganze relativ gut funktioniert. Denn ihr müsst jetzt einfach den Job wieder verlassen. Und ihr werdet jetzt auf dem Dach von LSK-Meet gespawnt. Aber Leute, ihr seid gefreezed. Um euch wieder zu entfreezen, muss jetzt euer Freund einfach einen Job für einen Titan starten oder irgendwie in eine Aktivität reingehen. Gut, Leute, in meinem Fall ist jetzt einfach mein Freund in einen Job für einen Titan reingegangen und hat mir jetzt Bescheid gesagt, dass er jetzt im Job drin ist. Denn wir müssen jetzt einfach die Optionstaste öffnen, gehen auf Online, gehen auf Spieler, denn jetzt werden hier die ganzen Spieler in unserer Sitzung angezeigt, also nur wir beide. Und ich gehe jetzt hier auf ihn drauf und gehe auf Spiel beitreten. Und ihr müsst jetzt einfach jede Meldung, die jetzt kommt, mit X bestätigen. Das bedeutet, die erste Meldung bestätigen, dass ihr ihm beitreten möchtet und die zweite Meldung auch bestätigen, denn das ist nämlich die Fehlermeldung, dass das Ganze hier eine Einladungssitzung ist und wir natürlich keine Einladung haben für diesen Job. Gut, ihr werdet wieder auf dem Dach gespawnt und zwar sichtbar. Das bedeutet, wir können jetzt einfach vom Dach runtergehen und fahren jetzt als nächstes zur Arena oder Nachtclub, je nachdem, was ihr habt. Gut, in meinem Fall bin ich zum Nachtclub gefahren. So, Leute, seid ihr jetzt einfach beim Nachtclub oder Arena angekommen, müsst ihr jetzt über Mechaniker ein Fahrzeug daraus anfordern. Gut, in meinem Fall ist ein Fahrzeug aus der B2-Garage angefordert, der Slime Truck. Gut, ist euer Fahrzeug geliefert worden, steigt jetzt einfach ein und fahrt mit dem Fahrzeug wieder in seine originale Garage zurück. Also sprich, ich fahre jetzt wieder zurück in die B2-Garage. Und Leute, hier zeigt sich jetzt, ob alles funktioniert oder nicht, denn ihr werdet jetzt einen verbuggten Ladescreen bekommen.
Falls ihr diesen nicht bekommt, Leute, müsst ihr den Glitch leider komplett wiederholen. Gut, was müsst ihr tun, wenn ihr so einen verbuggten Ladescreen habt? Ihr müsst einfach nur aussteigen. Und ihr werdet kurze Zeit später an der Oberfläche wieder gespawnt. So, jetzt hier ein ganz wichtiger Hinweis für euch. Ihr seid jetzt theoretisch im Modus. Also ihr könnt jetzt wirklich Gift Cast to Friends machen und das wird auch funktionieren. Aber Leute, ihr werdet manchmal durch die Map fallen und auch sterben. Und das ist leider etwas, wodurch ihr diesen Modus wieder verliert. Und das so gesehen vorzubeugen, gibt es einen extra Schritt, der wie gesagt nicht Pflicht ist. Dieser Schritt, den ich jetzt mache, ist nicht Pflicht, aber wenn ihr den habt, Leute, dann macht ihn bitte, denn dadurch seid ihr auf jeden Fall safe und fallt nicht mal durch die Map und sterbt auch nicht. Denn ihr öffnet jetzt einfach euer Interaktionsmenü, geht auf Inventar, geht auf Erste Bandito und Erste Bandito anfordern. Seid in euren Erste Bandito drinne gespawnt, so gesehen, müsst ihr jetzt einfach hier wieder Dreieck drücken. Und Leute, achtet jetzt darauf, wie ich spawne, denn ich spawne blinkend. Das bedeutet, ich bin auf jeden Fall in dem Modus drinnen von Gift Cast to Friends. Und was viel wichtiger ist, Leute, ich falle nicht mehr durch die Map und sterbe einfach random. So, das bedeutet, wir sind jetzt auf jeden Fall ready für den Gift Cast to Friends. Aber wie gesagt, Leute, der Schritt mit dem Erste Bandito ist nicht Pflicht. So, egal ob ihr jetzt den ersten Part gemacht habt oder nicht, ihr müsst jetzt zu dieser Location für den Gift Cast to Friends und euer Freund sollte auch dahin kommen mit dem Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet. Seid ihr jetzt bei dieser Location angekommen, Leute, müssen wir jetzt unsere mobile Kommandozentrale anfordern. Das bedeutet, ihr öffnet jetzt Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge, geht auf mobile Kommandozentrale und mobile Kommandozentrale anfordern. Wurde euer MOC zu euch geliefert, müssen wir jetzt auch das Fahrzeug anfordern, was wir diesen Glitch verlieren können, also unseren LG oder Fudge-Roller. Aus unserem MOC. Dafür öffnet ihr wieder unser Interaktionsmenü, gehen auf Sonderfahrzeuge, gehen wieder auf mobile Kommandozentrale und gehen hier auf persönliches Fahrzeug anfordern. Wurde jetzt beides geliefert, Leute, kommt jetzt das erste, was jetzt neu ist an diesem Gift Cast to Friends. Denn unser MOC muss jetzt wirklich an einer ganz bestimmten Stelle stehen. Das bedeutet, ihr nehmt jetzt euren MOC, das da gespawnt ist, und fahrt jetzt genau dahin, wo ich jetzt auch hinstelle. Nämlich, ihr fahrt jetzt auf der Straße und zwar muss jetzt der Vorderreifen parallel zum Verkaufsschild stehen. Ihr habt zwar, ich sag's mal, ein bisschen Spiel, so ein paar Meter vor, zurück, ist es nicht ganz exakt genauso sein wie jetzt im Video, aber so könnt ihr euch so gesehen dran richten, dass ihr beim Verkaufsschild mit dem vordersten Reifen vom LKW sein müsst. Frage, die euch jetzt hier natürlich stellt, ist, warum müssen wir das jetzt hier machen, dass unser MOC hier mitten auf der Straße stehen muss? Naja, Leute, Rockstar Games hat ja versucht, diesen Glitch zu patchen und es auch relativ gut geschafft tatsächlich. Denn sobald ihr später so gesehen unsichtbar seid, um euch das Auto zu snacken, werdet ihr sofort wieder sichtbar. Und das ist das Problem. Ihr habt keine Zeit mehr, zum Fahrzeug hinzurennen, was euer Freund euch geben möchte. Deswegen müssen wir jetzt hier unser Fahrzeug, was wir später haben möchten, einklemmen. Denn wenn unser MOC jetzt hier richtig steht, Leute, nehmt ihr jetzt das Fahrzeug, was euer Freund euch geben möchte, und klemmt es tatsächlich unter euer MOC ein. Und zwar nämlich so, wie ich das jetzt hier mache. Und achtet darauf, Leute, wenn ihr so gesehen euch rein und raus teleportiert, dass ihr immer zur Straßenseite rausspawnt und nicht zum Bürgersteig. Nur so als Info, kleiner Tipp, damit das Ganze später besser funktioniert. So, in meinem Fall möchte ich mir meinem Freund einen Porsche geben und ich habe einen Porsche jetzt hier so unten eingeklemmt. Und ihr seht auch, Leute, ich teleportiere mich jetzt hier rein und raus. So, das bedeutet, wir sind ready für den Gift Cast to Friends und wir gehen jetzt zum Fahrzeug, was wir für diesen Glitch verlieren können. In meinem Fall ist es jetzt hier einfach der kostenlose LG und euer Freund steigt mit ein. Ist euer Freund eingestiegen, Leute, muss er jetzt hier einfach die Optionstaste drücken fürs Kartenmenü. Ist er im Kartenmenü drinnen, Leute, könnt ihr jetzt einfach mit dem Fahrzeug wieder zurück zu eurem MOC reinfahren. Sobald ihr die rechte Pfeiltaste gedrückt habt, um wieder ins MOC zu gelangen, werdet ihr gefreezed sein. Aber Leute, dieser gefreezter Zustand ist nicht so lange, denn sobald euer Freund aus dem Auto rausgeschmissen wurde, seid ihr wieder entfreezed. Denn jetzt müsst ihr einfach mit dem Fahrzeug ein paar Meter zurückfahren und zwar so, dass ihr aus dem Fahrzeug aussteigt, dass ihr diesen blauen Kreis vom MOC sieht. Falls ihr diesen blauen Kreis nicht seht, Leute, dann steht euer Fahrzeug noch zu nah beim MOC. Gut, in meinem Fall sehe ich einen blauen Kreis und als nächstes, Leute, müsst ihr jetzt hier einfach die Franklin-Methode machen. Das bedeutet, wir halten jetzt die untere Pfeiltaste gedrückt und wählen einen Story-Modus-Charakter aus. Wir werden eine Meldung im GTA erhalten. Diese Meldung könnt ihr einfach abbrechen. Und Leute, bei jedem Versuch, wo ihr ein Fahrzeug so gesehen bekommen möchtet, müsst ihr diesen Zwischenschritt jetzt, den wir gerade gemacht haben, auch machen. Denkt bitte dran. Denn als nächstes müssen wir jetzt einfach zum MOC hin und gehen auf alleine beitreten. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, Leute, dass wir hier auf alleine beitreten gehen. So, jetzt haben wir einen ganzen Black Screen. Dieser Backscreen hört auch nicht mehr wieder auf. Aber Leute, nach ca. 6-7 Sekunden könnt ihr wieder die untere Pfeiltaste drücken und wieder einen Story-Modus-Charakter auswählen. Aber das seht ihr gar nicht, denn ihr müsst hier tatsächlich so gesehen das Gedächtnis machen, so gesehen nach Bauchgefühl.
Und sobald ihr einen Story-Modus-Charakter ausgewählt habt, werdet ihr wieder diese Meldung bekommen. Und Leute, hier gibt es auch wieder was Neues zu beachten bei diesen Giftcards to Friends. Denn sobald ihr diese Meldung ablehnt, Leute, müsst ihr 3x spammen, was das Zeug hält. In der Hoffnung, dass das Ganze funktioniert. Denn ihr müsst sofort in euer Fahrzeug rein teleportiert werden, was ihr haben möchtet. So gesehen, ich mache das jetzt hier einfach mal, ich drücke jetzt hier Kreis, zack, boom, bam, ich bin auf einmal im MOC. Ich kann es auch hier nochmal Replay zeigen mit krasser Verlangsamung. Ihr seht, Leute, ich breche diese Meldung ab, ich teleportiere ins Fahrzeug rein und bin im MOC. Und zack, boom, bam, Leute, ihr habt das Fahrzeug. Ich weiß, Leute, das Timing ist halt einfach, okay, ich sag's ehrlich, einfach kacke, ne? Aber so funktioniert die Afterpatch-Variante vom Giftcards to Friends. Das Fahrzeug, was ihr jetzt im MOC habt, ist schon abgespeichert und gehört tatsächlich euch. Ich zeige euch auch hier, einfach indem ich jetzt wieder rausfahre, dass euer Freund natürlich das Fahrzeug nicht verloren hat, sondern dass so gesehen jetzt wir eine Kopie von diesem Fahrzeug haben. Und wie seht es auch, Leute, ne, hier ist das gleiche Aussehen, gleiche Formel 1 Felgen, gleiche Nummernschild, etc., etc., etc. Aber am Anfang des Videos habe ich ja gesagt, Leute, dass es ja schwieriger ist, größere Fahrzeuge zu bekommen. Und vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, Leute, ich habe ja mein Fahrzeug ja eben eingeklemmt unter mein MOC. Und wenn ihr, sag ich mal, so ein LKW haben möchtet, zum Beispiel hier, den könnt ihr nicht unter MOC einklemmen. Also was macht ihr denn hier? Hier gibt es auch tatsächlich ein Workaround. Mit diesem Workaround könnt ihr größere Fahrzeuge abspeichern und sogar Flugzeuge. Ne, also ihr könnt ihr auch Flugzeuge abspeichern mit diesem Glitch, nur so als Info. Und was müsst ihr hier machen, Leute? Naja, ich stelle das größere Fahrzeug hier auf diesen Garagenplatz, so seitlich nah an der Straße natürlich, denn ihr müsst ja euch gleich rein teleportieren können. Um das Ganze so gesehen teleportfähig zu machen, brauchen wir jetzt hier Straßenfahrzeuge. Die Straßenfahrzeuge blockieren wir jetzt einfach mal die Türen. So, das wäre jetzt ziemlich einfach eigentlich, ne? Denn ich werde jetzt hier rein teleportiert oder raus teleportiert. Aber Leute, ihr seht sich hier auch am Gameplay, mein Charakter steigt aber auch manchmal in das Straßenfahrzeug ein. Was wiederum schlecht ist, denn ihr dürft ja tatsächlich nur in das gewünschte Fahrzeug euch rein teleportieren oder einsteigen. Also was müsst ihr jetzt hier machen? Tatsächlich, Leute, ihr müsst hier die Straßenfahrzeuge kaputt schießen, aber zu einem ganz gewissen Grad. Und zwar so, Leute, dass der Motor anfängt zu brennen. Aber hinten die Hinterachse nicht brennt, denn das bedeutet, das Fahrzeug würde explodieren. Und das darf nicht passieren. Ihr seht es jetzt auch hier, Leute, die beiden Straßenfahrzeuge brennen und nach einer gewissen Zeit hören sie auf wieder zu brennen. Denn dann sind sie tatsächlich komplett kaputt. Ihr könnt auch da nicht mehr einsteigen. Und ihr seht es auch hier, ich teleportiere mich rein und raus, egal wie ich stehe, egal ob ich zum Straßenfahrzeug einsteigen möchte, ich werde automatisch in das größere Fahrzeug rein teleportiert. Und so, Leute, könnt ihr auch größere Fahrzeuge teleportbar machen und mit dem Giftcards to Friends abspeichern. So, ich weiß, das war jetzt sehr, sehr viel Input, aber Leute, ich habe am Anfang des Videos hier auch gesagt, dass ich eine kleine Überraschung habe. Und tatsächlich stimmt das auch. Denn Leute, ich werde am Samstag einen Giftcards to Friends Stream veranstalten. Das bedeutet, ich verschenke meine Autos an euch. Sprich, wenn ihr auch Autos haben möchtet in den Stream, dann kommt auf meinen Discord-Server, denn auf dem Discord-Server werde ich das Ganze hier managen und auch leiten. Und dann könnt ihr gerne auch ein paar Fahrzeuge von mir bekommen. Aber Leute, das war es jetzt auch endlich mal mit dem Glitch und mit dem Video. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, Leute, und euch vielleicht auch sogar gefallen hat, dann lasst doch mal einen fetten Daumen nach oben da. Für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, warum nicht? Der Glitch funktioniert doch, also let's go. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.